Ja, die Krabbumente zum Beispiel, oder? What? Ich hab dich doch gerade dumm. Oder Daffy Duck. Und es gibt so viele schöne Ducks. Und die sind ja alle nicht erwähnt, sondern nur Donald. Und Donald ist nun wirklich nicht der hellste aller Duck-Charaktere, wenn ich es mal so sagen darf. Das ist nicht das Vorzeigebild. Aber ja, er wird natürlich überall vorgezeigt. Ach, egal, ich rede mir hier schon wieder einen Wolf und komme überhaupt nicht auf die Story ein, die ich nämlich eigentlich überhaupt nicht verstehe und kann. So, eine Mine, die so komisch platziert ist. Was? Kann ich das Ding bewegen? Moment. Schieb! Ach, damit hätte ich die Wand kaputt machen können. Na, mal gucken, ob die Mine wiederkommt, wenn ich jetzt nach oben gehe. Weil der Goldfisch... Goldfisch. Hm? Der Goldfisch mit Stacheln kam ja auch wieder, der jetzt komischerweise weg ist. Versteh einer dieses Spiel. Also ich. Kommt er jetzt wieder? Nein. Hä? Okay, dann hält er anscheinend nur zwei Trefferpunkte aus. Zwei, ja. Scheiße. Gut, wenn wir das nächste Mal so eine Mine sehen, dann weiß ich, was ich mit so einer Mine zu tun habe. Sehr, sehr schön. Hüpf. Jetzt wird's übel. Übel, sprach der Dübel. Oh Gott. Okay, solche Witze soll ich echt lassen. So, lass uns mal hier landen, weil die Kiste da sieht. Aha! Hab ich etwas entdeckt? Das da! Was? Wo hat mich denn das erwischt? Das ist ja mal ein Scheiß. Was? Also, das Treffer-Dingsbums ist ja mal ein bisschen durcheinander. Aber egal. So, ist er ist weg. Und ich krieg von jedem Gegner so ein schönes Getränk, was mich sehr freut. Nom, nom, nom. So, und was soll ich mit der Kiste jetzt machen? Hä? Gegenschießen. Ah! Aha! Interessant. Ich steck fest. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Nee, gut, ich steck nicht fest. Aber ich kann die Kiste... Ich hätte sie halt hier hinschieben müssen, erst nach ganz rechts. Oh, warum entdecke ich solche Geheimnisse erst zu spät? Es ist doch ein Teufelskreis. Na, ta, ta, da, ta. Ja, natürlich. Ta, 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 ta. So. Ist er weg? Hinterlässt mir ein Getränk? Er hinterlässt mir ein Getränk. Er ist so lieb, er ist so gut. Schlurp! Schlurp. Danke. Was war das denn? Ich hab grad irgendwas... Komisch. Irgendwas in meinen Mund geflogen. Ja, ich sollte Fenster nicht auflassen, wenn ich spiele. Irgendwelche dicken Fliegen und Schnaken! Leck mich! Gott! So, 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 meine Güte. Ich meine, es ist ja von Vorteil für mich, dass die Gegner irgendwie nur nach links und rechts angreifen können, aber trotzdem lasse ich mich von jedem erwischen, weil der Bildschirm ist zu klein. Und das sieht nicht gut aus, weil ich nach unten fallen muss. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Ich habe nur 125 Leben, was viel zu wenig ist. Und dann nieder, nieder. La, 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 hier lang. Oh, gut. Unbeschadet überstanden. Ich liebe dich zwar, Kugelfischi, aber... Goldkugelfischi. Kugelfischi mit Stacheln. Goldfischi mit Stacheln. Ach, egal. Ich sollte aufhören zu reden. Ich sollte lieber euch einfach das Spiel genießen lassen. Nein, ich rede weiter. So, Kugelfischi weg. Und wir gehen runter durch. Gibt's hier oben irgendwas? Irgendein Geheimnis? Nein, nix. Sehe ich alle jetzt schon. So, was haben wir denn hier? Ach, du Scheiße. Oh Gott, dagegen muss ich jetzt ankämpfen. Ach, nee. Ach, oh Gott. Hm. Gut, die machen nur 5 Schaden, was ich respektabel sehr wenig finde. Oh, sehr gut. So, weiter geht. Alumine. Ey, wey, Donald. Was war das denn? Suicide Donald. Krass. Ja, ich lauf mal in die Mine rein. Mir alles egal heute. Bam. Nein, er hat ja überlebt. Ist alles okay. Mein Gott, ich übertreibe wieder. Maßlos, grundlos. Egal. Mir geht's gut. Leck mich am Arsch, wenn's mir gut geht, dann mach ich alles, was ich will. So, Moment. Meine Stimme. Wow, ich hab gerade live miterlebt, wie meine Stimme original abkackt. Das war ja mal nicht schlecht. Das war auch nicht... Das war sehr schlecht. So. Und jetzt schiebe ich dich einfach mal da lang. Er kann unter Wasser Sachen schieben, er ist zu krank. So. Ja, und nu? Ich dachte, ich hätte jetzt damit das Geheimnis irgendwie, aber... Moment, du sollst nach oben zielen, genau. Ah, es klappt ja doch. Und hier Wasserkasnade. Wow. Nein! Nein! Wie wurdest du davon noch getroffen? Das hatte ich erst nicht erwischt. Erst als du deine Waffe nach unten gerichtet hast, um höher zu fliegen, hat es dich getroffen. Uncool, Donald. Uncool. Hörst du mich? Not cool. So, einsammeln. Ey, der hat ein Problem mit einsammeln. Das ist ja unfair. Kugelfischi. Aber was finden wir hier denn überhaupt? Eigentlich sehr wenig. Wahnsinn. Also eigentlich nur für die Schätze, aber damit kriege ich dann am Ende ja wieder hoffentlich das Bonuslevel ein bisschen freigeschaltet. Ach Gott, hoffen wir das Beste. Wie? Ja, natürlich, lande wo du willst, mir doch egal.
Du bist Donald Duck in Maui Malat, Unterwasser. Der Flying Knutschman. Gut, das haben wir. Den sind wir jetzt halbwegs gekonnt ausgewichen. Bam. Immer wieder in den großen See schießen. Jetzt hast du mich erwischt. Aber die Lebenspunkte hole ich mir schnell wieder. Was? Landen, Donald. Nicht springen. Landen. Was? Nein, Donald. Das Getränk ist vor meinen Augen verschwunden. Was ist das denn? Verschwunden. Okay, wir gehen rein. Haben wir damit das Level geschafft. Ab ins nächste Level. Level. Kann ich noch bescheuerter sprechen? Nein, kann ich nicht. Dankeschön. Spielen wir jetzt mal weiter mit der Stimme. Nein, die Stimme ist scheiße. Spiel ich lieber mit meiner normalen Stimme. Wofür ich so viel gelobt werde. Ich danke euch. Ich mag meine Stimme. Dank euch erst ein bisschen mehr. Okay. So, was mache ich hier? Was soll das? Ich hab Angst. Ah, nein! Nein! Nein, 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 nein. Kein Zeitlevel. Kein Goldfischi. Ich hasse Zeitlevel, du da du da du. Ich geh den blöden Weg, du da, Donald, mach mal hin, du da du da du. So, jetzt geht's hier hoch, jetzt müssen wir zurück. Was für ein scheiß Dreckweg, du da, la la la, da 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 da. Oh Gott, verdammte Scheiße! Goldfischi! Du, überhaupt nicht Gold, aber mir egal, ich hätte nach unten gehen können, aber ich gehe hier lang, weil... Oh Gott, falscher Weg ist falsch. Leck mich und... Ich hasse so ein Level, wo man auf Zeit... Oh gut, mehr Lebenspunkte, dankeschön. So, so, nein, Goldfische, aber ich habe mich schnell wieder hochgeheilt. So, 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 das einsammeln. Oh Gott, ich möchte trotzdem die Schätze, weil ich brauche am Ende unbedingt das Passwort. Weil ich wette, der Endgegner von dem Spiel wird Knorke. Also richtig schön übel. Oh Gott. Bin ich schlecht in dem Steuern hier? So, gut. Wahnsinn. Da unten ist nur ein Getränk, das bringt keine Schatzpunkte. So, meine Güte. Ey, wenn ich jetzt irgendwie das Wasser kommen sehe. Ah, ich raste wieder aus. Das ist wie dieses ein Lava-Level, nur andersrum. Also um 90 Grad gedreht. Ah, ich gehe nah, Schöne Geräusche. Was? Ich muss noch da lang. Das wird einem nicht gesagt. Keine Pfeile. Natürlich auch, warum nicht, aber... Gut, ich sehe kein Wasser. Ich sehe kein Wasser, ich bin im Wasserlevel. Bin ich dumm? Ich sehe auf jeden Fall keine Blubberblasen, die mich hundertprozentig umbringen würden. Stirb! Was? Lauf! So. Was für ein Level, was für ein Krampf. Aber wir sind anscheinend schon am Ende des Levels irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 jetzt nur nicht versagen auf den letzten Metern, sondern noch ganz schnell alle Schätze einsammeln. Ich sehe keine Blubberblasen. Alles cool, alles friedlich. So, ja, so, so, so. Nein, nein, du solltest nach links noch den Pokal. Ach egal, der heilige Gral bleibt da stehen. Ist mir egal, Indiana Jones wird sich freuen. Brrr, ab ins Level 3. Heieieieieieieiei, was für ein Kampf. What the... Ist es Charon, der Fährmann? Oder, also Charon, der Fährmann der Hölle, der die Toten ins Totenreich bringt. Naja, wer es nicht kennt, hat das Leben verpennt. What the... Was soll ich machen? Oh Gott, ist das der Endgegner? Wie geil. Ich kämpfe jetzt gegen den Flying Duckman oder sowas ähnliches. So, Treffer 1 und Treffer 2 und Treffer 3. Sehr gut, auf jeden Fall explodiert hier alles und Goldfisch. Gott, jetzt, die fliegen wie sie wollen. So, und wieder ein paar Treffer in die Nase, wollte ich sagen. Aber ich kann anscheinend eine Nase von einem Rumpf eines Schiffes nicht unterscheiden. Ah, du kommst auch immer dahin, wo du gerade Bock hast. Ja, die Goldfischis. Goldfisch, ey, ich hab's echt. Die Lachse. Ne. Beschützen ihn ein wenig. Getter! Gut, jetzt hast du mich mal getroffen. Ja, freu dich. So, aber dafür treffe ich dich nämlich auch. Ah, ich kann noch mehr Abstand nehmen. Das ist natürlich gut. Ah, ich kann schwimmen und schweben, wie ich will mit Charon, dem Fährmann. Ich taufe ihn jetzt einfach mal. So. Die sind übel. Aber die Minen machen mehr Schaden. Gut. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn treffen muss. 120 Mal vielleicht. Man hat keine Ahnung. Aber ist ja auch egal, weil ich glaube, den schaffe ich irgendwie... Ja, Donald, gut, also Respekt, wie du... Wow, Donald, gut, toll, ja, aha, gut, oh, toll, Donald, also super. Das war... Ja, ich weiß, es ist eigentlich meine Schuld. Das heißt, eigentlich es ist meine Schuld. Ey, ich habe ihn besiegt. Ey, was geht? Entschuldige. Was geht? Bam, Alter. Nein, so rede ich nicht, keine Angst. Level geschafft, das war's. Ich bin so excited. Ich hab keine 5... Oh, boah, Alter. Okay, Bonuslevel. Scheiße. Aber ganz knapp um 1%. Habt ihr das gesehen? Außer ich hab euch die Augen ausgestochen. Dann habt ihr es nicht gesehen. So. Bam, 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 bam. 2 Minuten. Du da. Ich geh erstmal nach links. Du da, du da, du. Piep. Oh Gott, gleich
die Sonne. Danke. So. Nummer 1. Okay. Hier lang. Da lang. Oh Gott, schon im Mond. Oh, Kinders. Ich rocke. Ich rocke. Es geht. Sonne, da oben. Ich möchte dich haben. Gib mir dich, Sonne. Popone. Danke. Und jetzt muss ich nur noch 3 finden. In einer halben Minute habe ich jetzt schon 3 gefunden. Was ich eine gute Zeit finde hier unten. Konnte ich landen? Das war... Oh, gut. Noch ein Lebenspunkte-Duck. Und da oben ist schon der Mond. Da komme ich so ran. So. So. Jetzt muss ich nur noch 2 finden. Lalalalalala. Und, naja, wie bestimmt in den einen anderen Level, wo ich... Da finde ich es jetzt auch nicht. Oh Gott, nur noch 1. Noch 1 Minute für einen einzigen. Also, der Mond oder irgendwas fehlt. Ich weiß jetzt nicht, was... Das ist ein Stern, das ist mir egal. Da haben wir noch einen Stern, der ist mir auch egal. Da ist er! Hahaha! Oh Gott, ich krieg's mich nicht mehr ein. Ich krieg mich einfach nicht mehr ein. Ich habe das Bonus-Level geschafft. Du, di, du, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, ba, da, ba, MDV2Q. Ach, egal, komm, wir spielen weiter. Es geht nicht um die Aussprache des Passworts, sondern einfach nur um die Spielerlebnis, was ich hier mit euch erlebe. Quackos Geist ist, oder nicht, also, ja, sind sie alle. Nur the returning him to his final resting place. Also, man kann Quacko nur damit besiegen, indem man ihn an seine Grabstätte bringt. Kann Shaboom Shaboom finally be located? Shaboom Shaboom, das Totem. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Der Text ist zu schnell. Mein Englisch ist, wenn ich spiele, wirklich nicht gut. Das weiß ich. Realm of the Death. Mein Englisch ist ansonsten wirklich besser. Wenn ich mich irgendwie mit einem Engländer unterhalte, der kann nicht unterscheiden, ob ich nun aus Berlin oder Hamburg komme. Nein, also wirklich. Die sagen, ich spreche gut. Und Engländer lügen nicht. Vor allem, what the? Das Auge. Was zum Geier ist hier los? Der ist schon mal grau. Der sieht anders aus als... What the? Easy dead, easy dead. Was zum Geier? Das ist dumm. Das ist wirklich dumm. Ja, stirb du da drüben einfach. Meine Frau, ich muss hier rüberspringen. Schön, also auf jeden Fall bin ich jetzt irgendwo, wo tote Leute sind. Und ein Auge im Hintergrund. Ich mag Augen jetzt nicht so wirklich. Hallo? Oh Gott, das ist ja ein Sprung. Ah, ein Toter, ein Zombie. Geh sterben. Willst du kämpfen oder was? Okay, weg bist du. Boah, kann ich hier weiter nach rechts? Wie komme ich denn hier nach oben? Okay, wir machen uns erstmal Ninja Ninja Daku Daku. Na, okay, lassen wir das. Ich dachte, der Ninja Duck kann irgendwie 3 Trilliarden Kilometer weiter springen als normalo Daku. Aber nix da. Die Fledermaus, die grau war, explodiert rot. Okay. Hä? Ah! Moment! Scheiße! Oh, okay. Whoop! Na! 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 Nein! Das Level ist ja mal übel! Jetzt, also jetzt, Schwierigkeitsgrad hat jetzt so von, weiß nicht, Kindergartenniveau auf. Na, Mega Man-Niveau will ich es noch nicht nennen, aber auf jeden Fall auf ein Niveau angezogen. War. Nein! Ey, du und dein Stab! Meine Güte, lass mich mal ran. Ich hab einen viel längeren Stab. So, spielen wir weiter. Ja. Spielen wir weiter oder fallen wir Walter? Walter von der Trauerweide. Hieß er so? Walter von der Vogelweide? Irgendwie. Walter von der Vogelweide, oder? Ach, ich weiß es gerade nicht. Da habe ich jetzt nicht so aufgepasst in Deutsch. Was für ein Level, was für ein Krampf. Das Dumme ist, sobald ich dann nach oben fliege, sehe ich mich nicht mehr. Und ich muss wirklich in einer fast genauen Position sein, damit der Stab da richtig greift. Und das ist einfach mal zum Kotzen. So, aber ich habe immer noch 9 Ducks. Mir wurde gesagt, dass ich offensichtlich mehr Ducks einsammeln kann, als dort oben zu stehen sind. Haben tun sollte sein. Pipapo. Deutsch im Bauhaus gekauft. So. Jetzt! Oh, meine Güte. Das hat gedauert. Aber hat sich gelohnt, hoffentlich, wenn hier oben mein Speicherpunkt ist. Ist es da oben Wasser jetzt? Moment. Nein, wie geil! Das ist eine schöne Idee. Eine zweigeteilte Welt. Das finde ich gut. Das ist innovativ. Wirklich, sowas finde ich, also innovativ. Ja, doch. Also ich habe das zuvor noch keinem anderen Spiel so jetzt gesehen auf dem Super Nintendo.
Ja, ihr werdet jetzt wieder schreiben, aber dir gibt's doch das und das Spiel, bist du Dummfang, ey, überleg doch mal. Ja, aber ich kenne auch nicht jedes Spiel auf der Welt.